Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind in der Wüste. Und wir teleportieren jetzt mal hier zur Schule. Wo sind wir denn jetzt genau eigentlich? Ach, wir sind... Okay. Wir sind ganz schön im Dings. Im Süden von dieser Gegend hier. Und die Gegend wird auch sehr von Golems bewacht. Da sind niemand, mit denen wir groß sprechen können. Ich schätze mal, dann wird das hier die Schule sein. Okay, und was ist das da drüben? Das ist im Norden auf jeden Fall. Also da haben wir was. Das ist der Teleporter, denke ich. Okay, dann gehen wir doch mal in diese Schule der Magie hinein. Ah, nett. Sowas nehme ich natürlich immer gerne mit. Okay, Schule der Zauberei. Ist das jetzt ein Dungeon oder ist das jetzt wieder nur ein Ort? Ja, wir werden sehen. Der stechende elektrische Geruch der Magie erfüllt die Luft um die Lehranstalt. Das Ergebnis hunderter Jahre voller magischer Experimente und jugendlicher Streiche. Alles in einem Gemäuer. Er greift... Attacke! Greift... Nee, er greift nicht an. Macht keinen Ärger. Ja, das sind einfach nur Wachen. Hallo? Okay. Alles klar. In dem Regal ist nichts. In dem Regal ist auch nichts. Wer bist du dann? Erzmagier. Seid gegrüßt, mein Name ist Erik Sworl. Ich bin für die Information hier in der Schule der Zauberei zuständig. Thomas Gray leitet die Schule der Zauberei. Wenn ihr Magier oder Magier gefährden werden wollt, ist er euer Mann. Seine Gemächer befinden sich hinter der Tür, direkt hinter mir. Okay, da könnte Sinaloa aufsteigen. Also, ihre Profession halt. Bücherladen. Wollt ihr Mitglieder im Schriftrollenverein der Schule der Zauberei werden? Eine Mitgliedschaft ermöglicht euch freien Zugriff auf die Schriftrollen unserer Bibliothek. Der Beitrag beträgt 5000 Goldstücke für eine 6-monatige Mitgliedschaft. Dabei wird die Bibliothek jede Woche neu bestückt. Okay, können wir aber... Ah, verdammt! Hier ist eure Mitgliedschaft, aber vergesst nicht, sie läuft in 6 Monaten ab. Schaut euch die Regale im Vorraum an, um euch einen Überblick zu verschaffen. Ich wollte jetzt nochmal schauen, ob ich da nochmal nicht da nochmal drauf drücke, ob dann was passiert, aber ja, es passiert was. Super. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt irgendwie was gebracht. Thomas Gray zu euren Diensten. Der Zauberer verneigt sich kurz, lächelt und streckt die Hände aus. Wenn ihr Magier werden wollt, ist es tatsächlich richtig, dass ihr euch an mich wendet. Alle meine Schüler müssen allerdings erst ein Projekt beenden, bevor ich sie zum Magiern mache. Das diesjährige Projekt besteht aus dem Zusammenbau eines Golems. Ah ja. Von hier bis Avle könnt ihr überall verstreut Golemteile finden. Ihr werdet alle Gliedmaßen, einen Torso und einen Kopf brauchen. Seid sorgfältig, wenn ihr einen Kopf auswählt. Einer meiner Schüler hat letzten Sommer einen fehlerhaften Kopf entworfen und ihn als Scherz verschenkt. Lass mich raten. Das ist einer der 2 Köpfe, die wir hier finden können. Kommt wieder zu mir, wenn ihr alle Teile zusammen habt. Ich werde euch dann zum Magiern machen und euren Golem beleben. Macht euch also auf den Weg und viel Spaß. Okay. Ist jetzt hier was drin? Nee. Okay, und wo... Moment mal. Hier geht's aber irgendwie weiter. Also... Also, ich sehe auf der Minikarte, dass es hier noch weiter geht. Bin mir nicht sicher, ob er die 5000 Gold wirklich hier... Ob er die wirklich ausgeben sollen. Oh. Dau. Okay.
Okay, wir kommen nicht durch diese Tür durch. Nur eine Kerze. Spürt man kaum. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd mit dem... Das ist mir jetzt gerade echt zu blöd mit diesen 5000... Gold. Vor allem, wir können ja nichts groß machen hier. Wir kommen nicht durch die Tür hier durch. Auf geht's! Oder ist hier irgendwo... Ne, ich kann hier nichts anklicken. Außer dem hier. Und durch die Wand durchrennen kann ich auch nicht. Okay, hier kriege ich aber auch jetzt auch nichts. Also, ich kriege anscheinend nur für die 5000 Goldstücke, kann ich dieses Regal hier durchforsten und das war's. Wie sieht's aus? So. Da kommt zwar immer neues Zeug rein, aber ich glaube, das bringt's im Moment nicht. Wenn wir mal viel Geld haben, dann können wir das machen, aber das war's dann auch schon. Und durch diese Tür? Ja, okay. Bin mir nicht so sicher. Na gut, also dann wieder zurück. Das war auf jeden Fall dieser Teil. Dann haben wir die Stelle, das Teil haben wir fertig. Dann schauen wir uns die Geschäfte mal an. Das Teil haben wir ja auch. Ja, genau, das haben wir auch. Badam, badam. Wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir hier gelandet. Okay, ich hoffe, ich komme da auch wieder hoch. Nein, natürlich nicht. War ja auch klar. Ich meine, wieso sollte man es auch da hochkommen wieder? Okay, also. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Ja, das ist alles das Normale. Ja, da brauchen wir eigentlich nicht wirklich was. Haben wir was zu verkaufen? Ja, die Dinger können wir vielleicht verkaufen. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Für zwei. Nee, da behalten wir das lieber mal. Okay, also dieser Laden ist jedenfalls blöd. Ja doch, wir kommen nochmal hoch. Ha, sehr schön. Moment, wenn wir schon da waren. Also nochmal runter. Wenn wir schon mal da waren, dann können wir mal schauen, wo und ob es hier im Westen weitergeht. Nein, gar nichts. Da bleibt man nur an einer unsichtbaren Wand hängen. Alles klar. So. Dann schauen wir uns diesen Turm hier an. Oh, viele Gegner hier, aber auch Schatztruhen. Gute Qualität und angemessener Preis. Ja. Nö. Jetzt gerade nicht. Okay. Ja, die Karte. Also das ist wirklich sehr, sehr auf der Karte versteckt. Das Ganze hier. Und dann können wir wahrscheinlich noch hier lang gehen. Ja, und irgendwo muss auf jeden Fall noch ein weiterer Kopf hier zu finden sein. Kommen die? Sehr schön. Perfekt. Alles klar. Jetzt kommt man nur leider nicht an die Leiche ran. Schade. Na gut. Alles klar. Das müssen wir später dann nochmal holen. Ich denke, wir müssen ja eh mal das Ganze, die ganzen Wege hier auch nochmal abgehen. Ich meine, es gibt ja hier auch irgendwo dann diese zweite Truhe mit dem Kopf. Und das brauchen wir dann wahrscheinlich für unseren Dings. Die Frage ist ja, welches ist der richtige Kopf?
Schauen wir mal. So, das war das hier. Dann können wir zum Tempel mal gehen. Wo ist der Tempel? Der Tempel... Ah, der ist hier. Habe ich mich nicht schon gefragt, wie wir da hinkommen? Ja, okay. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. So. Ja, wir heilen uns alle mal. Die beste, hoppla. Alles Gute. So, das ist doch mal schon mal gar nicht so schlecht. Das war jetzt der Tempel. Dann haben wir hier die Gilden. Jetzt sind wir da drüben. Okay, alles klar. Gilde der Erhellung. Nur für Mitglieder. Okay, da sind wir noch gar nicht Mitglied in dieser Gilde. Oh, was ist denn das da, Schweines? Seht ihr diese Kuppel da oben? Sieht ja interessant aus. Ja, kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Badam, badam. Das sind keine wichtigen Leute. Willkommen in der Gilde des Wassers. Eisstrahl, Säurestrahl, Wasserwandeln. Nee, ich glaube, da haben wir im Moment alles, was wir haben wollen. Und hier scheint es tatsächlich auch nichts mehr groß zu geben, oder? Ja, wir können hier... Doch, wir konnten noch ein bisschen hier weiterlaufen, sehr schön. Und finden hier dann gleich den nächsten Teleporter. Was ist das da unten? Feines. Wahaha. Zum Hauptplatz. Da waren wir ja auch noch nicht drin. Speichern. Dann schauen wir uns gleich noch an, was das hier für ein Turm ist. Trautes Heim, okay. Schauen wir gleich. Okay, da haben wir jetzt alles aufgedeckt. Bis auf diese Gänge hier unten natürlich. Die müssten wir wahrscheinlich nochmal durchgehen. Immer herein. Ah, das ist eine Taverne. Da sollten wir auch Acromage spielen. Moment, die Siegbedingungen sind hier. ...75 oder 200. Alles klar, wir probieren es einfach mal. Dann haben wir nämlich auch hier in der Prakada-Wüste diese Quest erfüllt, wenn wir gewinnen. Ich glaube, man muss ja gewinnen. Ah, plus 2 Steinbruch ist gut. Millionen für G, 5 Steine für Gegner. Ja, das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Wir klauen mal. Hehehehe. Hey. Okay, 6 Mauer und Gegner nimmt 10 Schaden. Wenn Steinbruch des Gegners sonst... Wenn Steinbruch des Gegners plus 2, sonst plus 1, das ist irgendwie seltsam. Plus eine Magie. Die Mauer bauen wir mal hoch. Plus 12 Mauer, cool. Ich habe Tom mit Tom verwechselt, aber egal.
Turm des Gegners, ja. Schaden nehmen ist immer gut. Gegner kriegt auch nochmal Schaden, geht den Mauer runter. Ich würde unsere Mauer gerne weiter nach oben bringen, aber... Oh, nochmal ein Steinbruch. Sehr schön. Plus ein Bestarium, auch nicht schlecht. Minus 5 Steine und Dings. Gegner nimmt aber 6 Schaden. Wenn Steinbruch des Gegners ist gleich die Stufe von uns, dann... Hä? Verstehe ich nicht, was das genau heißt. Drei Juwelen. Abzug. Aber 4 Schaden für dich. Oh, wow, 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 wow. Der Turm geht hier gerade nach oben. Gegner nimmt 20 Schaden. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Ah, endlich geht der Turm mal nach oben hier. 8 Mauern plus 5 Turm, sehr gut. Nochmal Turm hoch. Wenn Magie ist größer als Magie des Gegners, nimmt der Gegner 12 Schaden. Unsere Magie ist größer, ja. So, den Turm haben wir fast fertig. Naja, hätten wir fast fertig gehabt. Damit haben wir es geschafft. Okay, sehr schön. Ich habe mir immer gedacht, das Agro-Mage, das wäre zu brutal oder zu Dings. Aber das läuft eigentlich ganz gut. Also, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Dann gehen wir nochmal. Moment, wo sind wir jetzt? Taverne war mal gerade. Gilden. Gilden war mal noch nicht überall, glaube ich. Und zwar hier hinten war man noch nicht lang gegangen. Weiß da überhaupt, was ist? Ist ja die andere Frage. Hier jedenfalls nicht. Und da sieht's auch nicht aus, okay. Dann sind wir mit den Gilden auch fertig. Ist echt kompliziert. Vor allem, wie gesagt, wir müssen die ganzen Dinger hier auch noch abschauen. Ob wir da irgendwas noch was finden. Irgendwo muss hier noch eine Dings sein. Aber es gibt doch relativ wenig Gegner. Gildenwarmer, Tavernewarmer. Dann haben wir hier nichts. Dann haben wir hier Kai. Und hier nichts. Dann gehen wir mal zum Kai. Oh. Ja, super. Fallen wir gleich hier runter. Wo ist der Kai? Der ist hier unten. Alles klar, da gibt es nochmal Erz. Kann auch mitgenommen werden. Und Gold, haha. Und damit sind wir sozusagen hier auch fertig. Ah, nicht schlecht. Waren wir jetzt in dem Gebäude da drüben schon? Ne, ich glaube, da waren wir auch noch nicht drin. Naja, gut. Dann gehen wir hierher. Ah, jetzt sind wir da oben, wo ich gedacht habe, das sieht ziemlich cool aus. Können wir gleich mal schauen, was das hier ist. Boah, wenn ich nicht runterfall. Okay, so, geschafft. Beziehungsweise nicht geschafft, runterzufallen, wie auch immer. Was passiert jetzt, wenn wir da drauflaufen? Nix. Okay.
Hier ist nichts. Das könnte sein, dass das vielleicht nochmal wichtig sein würde. Für eine andere Quest. Dann haben wir noch den Teleporter. Die führt uns mitten irgendwo ins Nirgendwo. Ha, auch nicht schlecht. Läuft Ding eigentlich noch? Nee, das läuft nicht mehr. Wow! Und zwar mitten in den Gegner hier rein. Schon tot. Doch noch geschafft. Ah, und das ist der, wo wir den runter haben fallen lassen. Alles klar, sehr gut. Okay. Jetzt noch der hier, der Jagd greift. Der ist schon, macht schon ein bisschen mehr Schaden. Aber den haben wir auch gleich. Wow. Wenn Sinaloa nicht wieder bewusstlos wäre, müssen wir gleich mal heilen. Der hat jetzt aber wirklich viel Schaden. Die Rüstung geht auch nicht, fällt mir gerade ein. Die haben wir nicht repariert. Mist, das hätten wir noch reparieren sollen. So. Und du noch. Gut. Uff. Speichern. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir erst einfach mal hier lang. Und schauen mal, ob wir da irgendwo noch eine Truhe finden oder irgendwas anderes finden. Erze scheint es ja auch hier relativ viel zu geben. Da ist noch ein Teleporter. Ja, schön viel Dings. Hier scheint sonst nichts mehr zu geben. Okay, auch nicht schlecht. Okay. Hier hoch. Jetzt ist die Frage, wo geht dieser Teleporter hin? Und wollen wir den jetzt einfach mal nehmen? Oder wollen wir hier irgendwie bleiben? Wenn wir hier unten schon sind, dann können wir... Hauptplatz. Okay, da geht nur zum Hauptplatz hoch. Das wollen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich will mich nämlich hier einfach nochmal weiter umschauen. Irgendwo muss es eine Kiste mit einem Golem-Kopf geben. Und da die Gegend relativ ungefährlich ist... Können wir auch hier weitermachen. Außerdem muss es natürlich noch diesen Dungeon geben von diesen Zwergen. War das die Rote Mine oder irgend so, wie hieß der? Den müssen wir natürlich auch noch finden. Und der soll ja hier auch noch irgendwo sein. Und die Teleporter haben nicht hingeführt. Wollen wir da... lang gehen. Ne, da kommen wir nur zum Hauptplatz wieder. Okay, diesmal keine Magie. Das ist auch nur normaler Greif. Magie ist einfach schon wieder zu weit unten. So. Nee, also, als ich gehört habe, Büste, habe ich echt schon befürchtet, das wird richtig, richtig übel werden. Aber so schlimm wurde die Büste gar nicht. Kommst du? Nee, so viel übel ist die Büste gar nicht. Also, da habe ich mir echt das Übelste ausgemalt und was war... Nix war. Ich meine, war ja auch gut so. Mist. Ich wollte doch gar keine Magie anwenden für die normalen Greifen. Egal.
Also das ganze Gebiet hier haben wir jetzt schon angeschaut. Ja, also es fehlt immer noch relativ viel. So ist es nicht. Und wer weiß, was für Gegner wir hier noch alles finden werden. Machen wir mal ein bisschen auf schneller. Gehen noch hier rüber. Da ist auch nichts. Mhm. Also Ton oder so finde ich jetzt leider auch keine mehr. Schade. Ah ja, irgendwo muss noch eine sein. Irgendwo. So, jetzt sind wir relativ weit hier. Ah, da können wir uns aber auch noch kurz umschauen. Ob hier hinten irgendwo noch was ist. Nein, wir wollen nicht wechseln. Ja, da ist doch schon mal was. Da sehe ich doch schon was Blaues aufblitzen. Ist aber nur ein Erzklumpen. Was heißt nur? Davon kann man auf jeden Fall Waffen oder Rüstungen oder Accessoires wieder herstellen. Und wir haben hier ein Altar, wie es aussieht. Den wir aber nicht benutzen können. Wahrscheinlich der falsche Monat. Es wird wahrscheinlich auch wieder über Monate gehen, wie in Teil 6. Nur brauchen wir hier nichts. Ja, gut. Alles klar, dann sind wir soweit fertig. Dann würde ich hier wieder Schluss machen und einfach mal in der nächsten Folge weitermachen. Dann geht's, denke ich, hier wieder runter. Dann können wir uns vielleicht hier das Gebiet hier nochmal anschauen. Und dann vielleicht das Gebiet hier. Oder vielleicht auch hier runtergehen. Ich weiß es noch nicht genau, wo wir genau hingehen wollen. Ich denke, die Bracada-Wüste werden wir uns auf jeden Fall komplett fertig anschauen. Die scheint uns ein Level angemessen zu sein. Denke ich jedenfalls mal. Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.